Mike, what you got? Jo, hier ist Mr. Mike. Bevor hier gleich Beschwerden kommen über den Titel, ich vergleiche natürlich überhaupt nicht Maxi Kleber mit Dirk Nowitzki, aber das ist jetzt hier so mehr, ja, ist ein Clickbait-Titel, ne? Muss ich mich auch für entschuldigen, aber man muss ja auch die Leute ein bisschen anlocken und auch andererseits finde ich, ist es doch so vergleichsmäßig eine nette Vergleichsvariante jetzt hier so in dem Sinne, weil Maxi Kleber ist ja auch Deutscher. Geboren in Würzburg, also auch Würzburger, Baujahr 1992, tut uns hier nicht zur Sache, aber jetzt bei den Dallas Mavericks gelandet und es ist schon eine krasse Sache, finde ich. Ich meine, jetzt zwei Deutsche im gleichen Team, zwei Würzburger im gleichen Team, das ist ja doppelt hart, also das geschieht bestimmt nicht mehr so schnell. Und ja, Maxi Kleber, echt Glück gehabt, coole Sache, dass er da in Dallas gelandet ist, bei Dirk Nowitzki, der lebenden Legende aus Deutschland. Stark, Mike. Was für ein geilen Mentor jetzt dadurch gefunden hat, das ist schon mal richtig krass. Da kann er ohne Ende lernen. Und ja, Dirk Nowitzki, denke ich mal, der wird auch lernen. Der ist da wirklich heiß drauf, sein Wissen weiterzugeben. Und ja, Dirk Nowitzki in Dallas auch überhaupt, das ist ja, kannst du nicht vergleichen mit Deutschland. Das ist auch, ja, okay, aber anderes Thema. Maxi Kleber, letztes Spiel gehabt, Preseason, 16 Punkte gehabt. Da ist mir eigentlich erst aufgefallen, was der für einen krassen Touch hat in seinem Händchen und echt, der hat echt gut aufgezockt. Hatte er 4-3er oder so? Glaube 4-3er oder 3-3er. Auf jeden Fall krass. Ich meine, 2,11 Meter ist der Junge groß. Heftig. Also, ja, eigentlich ein Center, ne? Aber trotzdem, der wirft von draußen die Dreier. Wenn der jetzt noch seinen Fadeaway so hinbekommen würde wie Dirk Nowitzki, an dem sie bestimmt dran arbeiten, denke ich mal, dann ist der einfach ausgelegt für die NBA, finde ich. Der hat echt, ja, wird Spaß machen, ihm zuzugucken, wenn der Touch so bleibt und weiterhin so fällt und mentale Stärke noch dazukommt und überhaupt. Und ich denke, Nowitzki und Geschwindner, der ist bestimmt auch noch in Dallas mit dabei und wird ihm ein oder andere Sachen zeigen. Ja, ich meine, besser kannst du nicht vorbereitet werden als in der Hinsicht, finde ich. Und ich freue mich richtig, den zu sehen. Und überhaupt dieses Jahr so viele Deutsche in der NBA, wo man sich denkt, ja, krass, also sehr viele Talente am Start, sehr cool, da kannst du dich echt, ja, kann man sich eigentlich nur freuen. Das muss man echt auch supporten, finde ich. Da kann man nicht immer gleich sagen, der wird eh zu nichts bringen und der soll in der Bundesliga bleiben oder so Sprüche, was man halt immer wieder von jemanden hört, von einem eigenen Landsmann so in der Art, ne, kommt dann in der NBA und sagt, der hat doch da eh keine Chance gegen die ganzen Superathleten. Und das ist einfach Quatsch, weil es ist einfach nicht nur einfach Athletik, was da dazugehört, sondern vieles, vieles mehr. Und man kann Basketball auch auf so viele verschiedenen Arten und Weisen spielen oder dominieren so eine Art oder halt sein eigenes Spiel finden. Und das ist das Wichtige. Man kann nicht einfach so von der Bundesliga zum Beispiel in die NBA kommen und dann sein eigenes Spiel so mitbringen, das ist schwierig, das werden nicht viele schaffen. Dennis Schröder hat es schon so in der Art gemacht, finde ich, der hat sein Spiel so beibehalten, auch ziemlich gut, sein Zug zum Korb sehr aggressiv immer wieder. Okay, jetzt kommen wir zu Dennis Schröder, aber Dennis Schröder ist halt auch ein richtig guter Spieler, finde ich, deutscher Spieler halt. Das andere ist Maxi Kleber, Dennis Schröder, Paul Zipson, wie sie nicht alle heißen, die Deutschen. Viele würden über die nie ein Wort verlieren, so in der Hinsicht wahrscheinlich, vor allem jetzt am Anfang nicht. Aber ja, als Deutscher, finde ich, ist es eine Pflicht, dass man das jetzt mal ein bisschen so, ja, supporten muss einfach. Das ist cool, das ist geil. So viele Deutsche in der NBA und ich feiere das echt. Das tut dem deutschen Basketball auf jeden Fall nur gut. Motiviert andere und so und ist einfach wichtig, finde ich. Deshalb kann man einfach nicht sagen, nee, der hat in der NBA nichts zu tun. Ich verstehe die Einstellung nicht von vielen Leuten. Liest man so oft. Aber war damals zu Dirk Nowitzki in seiner Rookie-Zeit nicht anders. Da haben auch alle geschrieben, also 80% aller Leute, nee, der hat doch da gar keine Chance. Was will der da? Ist immer so. Bei Dennis Schröder war es so, bei Maxi Kleber ist es bestimmt auch so. Obwohl, bei Maxi Kleber höre ich nicht so viel. Da wird nicht so viel gehatet. Finde ich gut. Und ja, letztes Spiel. Highlights haue ich hier nochmal rein jetzt gleich. Shot, but he does a good job, in my opinion, Coach Carlisle, that is, of getting to that hot guy, Licky. I looked up just a minute ago, and there was 60 seconds on the shot clock. There is Kleber hitting the shot. Kleber can shoot it, obviously. Keep the morale up when the guy that's running the team is taking all of the shots. There's Dennis dishing, and Kleber with a three. I pray he's okay. 4-3, Kleber. Kleber is especially the games at American Airlines Center. Back down by Kleber. We saw him do this in the first half, and he goes to work against Luke Babin and scores. Prior to that,
This would be Luke Babbitt's eighth season in the NBA. Nice play. Wide open and a great answer. Kleber drops a three on the Hawks to put Dallas over 100 points for the game. And in front by... War echt gut. Also sein Wurf, sein Touch, sieht man schon sein Händchen. Also perfekt. Also wenn das so weitergeht, kann man sich echt freuen. Ja, in dem Sinne, gebt mir euer Feedback. Was haltet ihr von Maxi Kleber? Will er ein Großer oder so? Ja, Meinung herhauen. Vielen Dank. Euer Mr. Mike. Buh.